So, liebe Leute, ein ungewöhnlicher Start für ein Video. Keine Sorge, es geht jetzt hier in dem Video nicht nur darum, dass ich hier ein Paket auspacke, aber ich habe ein Paket bekommen von einer Zuschauerin, die hat nämlich etwas von meiner Amazon Wishlist bestellt, was ihr auch als Link ganz unten in der Videobeschreibung findet. Und zwar die liebe Andrea hat mir etwas zukommen lassen. Das ist übrigens auch nicht das erste, was mir von der Wishlist bestellt wurde. Mir wurden auch schon zwei, drei andere Dinge bestellt. Die habe ich nicht in dem Video geöffnet. Das hat jetzt aber nicht zu bedeuten, dass das irgendwie, keine Ahnung, dass ich das weniger schätze oder so. Aber hier hat Andrea explizit gefragt, ob ich das nicht in einem Video öffnen könnte. Deswegen mache ich das. Also wenn ihr was von der Wishlist bestellt und wollt, dass ich das in einem Video auch öffne, dann schreibt mir das gerne und dann mache ich das natürlich. So, jetzt seht ihr das natürlich nicht. Ich mache das jetzt mal so. Es ist verpackt. Und hier liegt noch eine Karte. Lieber Tobi, ab sofort kannst du die Pfanne zu Hause lassen. Denn nun bist du für deinen nächsten Overnighter optimal ausgerüstet. Ich wünsche viel Freude damit. Danke für deine zahlreichen Videos. Ich mag die Mischung von Lost Places und Kriminalfällen sehr. Mach weiter so. Ich wünsche dir alles Gute und viel Kraft für den Umzug nach Schweden. Liebe Grüße, Andrea. Sehr, sehr lieb, sehr viel, also wirklich schön, da merkt man auch, das sind persönliche Worte. Das ist ein Zuschauer, der beschäftigt sich wirklich mit dem Kanal. Gut, ansonsten würde man wahrscheinlich auch nicht was geschenkt bekommen, wenn es nicht ein interessierter Zuschauer wäre, aber sehr, sehr schön. Achtung, unbezahlte Werbung, falls man irgendeinen Markennamen sieht. Dieses Kochset hier aus. Das Alu Cooking Set 7.1 mit einer durchschnittlichen Größe von 20 cm. Das ist auch nämlich so ein Ding. Diese Outdoor-Kochsets findet man ganz oft viel zu klein. Ich hatte es vorher auch viel zu klein. Da war das nämlich eine Pfanne und ein Topf, die waren 14 cm oder so im Durchmesser. Das ist viel zu klein. Da kann man gar nicht mit zwei Leuten für kochen. Das ist der Griff. Damit kann man die Pfanne und den Topf da heben. Gerade mal kurz unterbrechen, weil mich die Bank aus Schweden angerufen hat. Die brauchen, damit wir das Bankkonto bekommen, brauchen die jetzt noch ein, zwei Dokumente in Englisch, die wir denen in Deutsch geschickt haben, weil ich gehofft habe, dass sie das selber übersetzen, aber die brauchen das anscheinend in Englisch. Aber er meinte eben schon, wenn die diese Dokumente jetzt von uns bekommen, dann sieht es wohl sehr gut aus, dass wir das Bankkonto dann schnell bekommen. Also eine frohe Botschaft. So. Aber egal, das ist jetzt nicht das Thema, wir gehen jetzt hier mal weiter. Das sieht halt super solide aus. Das hier, das verbeult sich auf keinen Fall. Boah, drin von innen beschichtet, das sieht richtig nach Qualität aus. Hier haben wir auf jeden Fall den großen Topf. Das ist auf jeden Fall, boah, das ist ein Teil. Wie viel Liter hat der? Steht das hier drauf? Nö. Aber man, oh, das ist richtig massiv und das ist auch richtig schwer. Deswegen merkt man schon, die anderen Dinger, das war so ganz dünnes Edelstahl, wo du mit dem Finger das so eindrücken konntest. Aber das hier von innen beschichtet, das ist richtig Qualität. Und dann kommt man hier. So. Rein. So. Und das ist bombenfest. Boah, das ist richtig fest. Geil, Alter. Zack. Stellt es aufs Feuer und löst es wieder. Eine Riesenerleichterung. Vielen, vielen Dank an Andrea. Das erleichtert mir super viel in Zukunft, dass ich nicht ständig eine Pfanne und einen Topf von zu Hause mitnehmen muss, sondern einfach blind meinen Rucksack grabbe und weiß, in dem Rucksack ist alles drin, was ich zum Überleben brauche im Wald und nicht mehr lange irgendwie nachdenken muss vorher. So, aber Leute, ich würde sagen, genug des Openings. Amazon Wishlist, wie gesagt, ganz, ganz unten in meiner Videobeschreibung. Und ich würde sagen, jetzt geht's rüber zum Video. So, liebe Leute, willkommen zu diesem nächtlichen Video. Wir haben es 4.07 Uhr in der Früh. Ich habe, glaube ich, unter dem letzten Video gesehen, hat sich irgendjemand erschrocken, weil das Video nicht mit so liebe Leute angefangen hat. Wusste ich gar nicht, dass sich da manche schon so dran gewöhnt haben. Sollte ich also wohl beibehalten. So, wir gucken uns heute ein Video wieder von Urban Explorations mit Z am Ende an, wo auch schon das letzte Video von war. Der hat nämlich noch eine Compilation, wo er erwischt wurde oder wo etwas schiefgelaufen ist auf dem Lost Place. Und ich bin eben schon mal durchgeskippt und da sind wieder richtig krasse Sachen dabei. Das werden wir uns auch nochmal angucken. Leute, ihr glaubt es nicht, ich habe mir zwei, drei
waren es vielleicht waren es auch 4, 5 andere Videos angeguckt, wieder mit Compilations, mit, ja, ihr kennt es, das, was wir schon tausendmal gesehen haben, gruselige amerikanische Videos, Top 5, Top 10, Top Schieß mich tot. Ich habe durchgeskippt, ich konnte mir nur den Kopf fassen, dachte mir, meine Güte, eine Fake-Scheiße schon wieder, boah. Nee, das wollte ich mir heute nicht nochmal antun. Heute gucken wir uns nochmal richtig, richtig realen Shit an. Und nächstes Mal können wir uns dann mal wieder eine Compilation geben, wo wir dann mal wieder uns ein bisschen darüber aufregen, was alles gefaked ist auf YouTube. Aber heute geht es erstmal wieder weiter. Das Video heißt, When Exploring Goes Wrong, Urbex von Urban Explorations mit Z. Okay, Frankreich. Ja, krass, da hat Frankreich anscheinend auf jeden Fall ähnliche Lost Places wie Belgien. Das sind ja richtig, also es ist ja nicht mal mehr Wachschutz, das sind ja richtig Feuerwehrleute, die jetzt langlaufen. Sind die jetzt wirklich, ist jetzt wirklich die Feuerwehr wegen denen gekommen? Oh nee, vor sowas graut es mir ja auch. Das wird ja wahrscheinlich auch noch richtig teuer. So, sie haben den Eingang verschlossen, während wir drinnen waren. Krass, witzig. Genau das gleiche hatten Alex und ich auch auf unserer Belgien-Tour. Da war ein riesiges verlassenes Stahlwerk, wo wir im Endeffekt nur mit der Drohne rübergeflogen sind, wo auch direkt daneben dieser verlassene oder kaputte BMW M, was ein M5? Nee, ein X6. Ein X6 war das, glaube ich. Da sind wir auch erst durch so einen kleinen Wald am Zaun lang gelaufen, um zu gucken, ob wir eine Lücke finden. Dann war da tatsächlich ein Loch im Zaun. Und als wir dahin gelaufen sind, haben wir schon gesehen, dass neben unserem Auto, da standen so ein paar Autos, war so Ende der Straße, und da stand ein kleiner weißer Transporter, wo so Arbeiter drin gesessen haben. Wir haben uns dabei aber nichts gedacht. Sind dann dahin gegangen, haben genau so eine Lücke im Zaun gefunden und haben dann uns vor dem Zaun dafür entschieden, dass wir nicht raufgehen, sondern uns das nur mit der Drohne angucken. Dann sind wir zurück zum Auto gegangen, ins Auto gestiegen, und in dem Moment sind die zwei Arbeiter genau mit so einem Stück Maschendraht zu dieser Lücke gelaufen und haben die zugemacht. So als wenn sie noch gewartet hätten, ob wir rein oder rausgehen. Außerhalb vom Gelände noch. Jetzt sind sie in Belgien. Ist da gerade einfach Licht angegangen? Schwierig. Ist natürlich immer schwierig, wenn man bei der Location parkt, ne?
natürlich könnte man aus irgendeiner Richtung einfach kommen, wenn man nicht auf dem Gelände geparkt hat und sagen, man war halt spazieren. Man war nicht auf dem Gelände, was wollen die von einem? Okay, die parken direkt vor dem Gebäude. Das ist natürlich schon dumm. Gehen jetzt einfach wieder, oder was? Die Polizisten, kein Bock mehr. Besser geht's ja nicht. Muss man da jetzt mit der Drohne fliegen? Ist ja überhaupt nicht laut in so einer Halle. Aber was ist das, Alter? Warum ist das so ein riesen Wasserbecken? Sieht ja todesgeil aus. Boah, diese Scheißdrohne war wirklich. Scheint aber nicht im Wasser zu sein. Könnte man noch retten. Ja, es sei denn, es geht alarmlos. Im Leben würde ich meine Drohne da nicht zurücklassen. Ich komme nicht mehr durch Sachen von dir. Die eingeschlossen oder was? Kick, 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 kick. Hallo, 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 hallo. Das ist doch, hä? Was ist da gerade passiert? Boah, ich sterbe hier 1000 Tode, ey. Meine Güte, alles, was nicht passieren sollte, passiert hier gerade. Stellt euch mal vor, da würde es 20, 30, 40 Meter untergehen. Oh shit. Oh shit. Okay, irgendwie ist hier kein Ton mehr, wundert euch nicht. Und das Bild sieht auch ganz interessant aus.
Musste er hier irgendwie das Ton und das Bild nachträglich unkenntlich machen? Ich kann mir gut vorstellen, dass er für den Ausschnitt irgendwie eine Anzeige oder so bekommen hat. Und damit er das Video nicht offline nehmen muss, hat er das einfach komplett verpixelt und den Ton rausgenommen. Ich gehe mal von aus, beim letzten Video musste er das unkenntlich machen im Nachhinein, also als es schon hochgeladen war. Ja, Leute, kurzes, knappes Video, aber boah, also das war wieder eine Compilation von unangenehmen Situationen, die ich tunichts vermeiden möchte auf dem Lost Place. Einstürzen, Drohne stürzt ab, erwischt werden, vor Security abhauen, vor Security verstecken, vor Polizei verstecken. Am Auto wird rumgefummelt. Also alles, was in diesem Video passiert ist, hatten wir schon so. Also ist uns auch irgendwann mal passiert. Und deswegen kann ich da sehr, sehr gut drauf verzichten. Und ich finde es auch krass, dass bei diesen ganzen Anlagen da in Frankreich, dass das so heftig bewacht ist. Da hatten, also das, anscheinend war das die richtige Intention von uns da bei diesen ganzen Stahlkraftwerken und so weiter in Belgien da nicht reinzugehen. Weil wir dachten uns das schon, so ein krasser Lost Place, der muss doch bewacht sein. Ja, und so wie es aussieht, phrasen die da die ganze Zeit Patrouille, ey, boah. Gar kein Bock im Ausland erwischt zu werden, so. Vor allen Dingen, oh, die Belgier und die Franzosen, die sprechen ja alle kein Englisch. Das war ja auch so eine Katastrophe in Belgien. Die weigern sich ja alle Englisch zu sprechen und das wird's dann, da wird's richtig kompliziert. Ja, da bin ich doch ganz froh mit meinen Horrorhäusern. Nachts, da ist man dann meistens doch eher auf der sicheren Seite. Naja, Leute, gut. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für euren Support, wie immer. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ain't got no keys,